So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Frostpunk. Und auch Hallihallo an Evil 150. Willkommen im Chat. Direkt am Anfang des Videos ein Shoutout bekommen. Wir versuchen zu überleben. Es lief letztes Mal ja immer, immer besser. Wir haben ja actually, ja, es geschafft, die Hoffnung so hoch zu treiben, dass die Londoners sogar Leute verlieren. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass das so bleibt und dass wir uns noch auf den neuen, ja, neue Winter, neuen Kälte-Dings, ja, dass wir das irgendwie überleben. Und da dann halt jetzt hier nochmal irgendwie alles ausbauen und so. Also, warte mal. Der ist im Overdrive. Warum ist der noch im Overdrive? Weil es noch sehr kalt ist, richtig? Ja, richtig. Okay. Aber ich finde es sehr interessant, dass die da alle gespawnt sind gerade. Warte, was ist an sich? Ist doch unser Problem. Okay. Ja, wir können das ausmachen, weil es ist wieder wärmer geworden. Sehr, sehr schön. Jetzt stimmt mein Titel zwar nicht mehr, aber na gut. Und ja, Essen und Metall tatsächlich, ne? Also, wenn ich mir das hier so angucke, die sind ja jetzt noch alle akzeptabel warm. Aber hier, die bräuchten wir halt noch mehr, ne? Leider, leider. Na gut, müssen wir mal gucken. Ansonsten, wir haben die beiden, ja, das ist sehr schön. Hier haben wir noch mehr Kohle, die wir gerade abholen. Das ist unsere Eisenproduktion, glaube ich. Nee, das ist auch Kohleproduktion, sehr schön. Hier nur 14, da 21, dann können wir doch. Können wir doch so machen, oder? Yep, ich glaube schon. Dann haben wir hier noch unsere Metallproduktion. Auch sehr schön. Und hier unsere Holzproduktion. Ja, na gut, okay. Wir brauchen ja den hier jetzt gerade gar nicht mehr, oder? Ah, doch, 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 doch. Okay. Schade. Aber den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Hier ist sogar sehr warm. Sehr cool. Frostpunkmeister. Ja, ich weiß ja nicht, du. Ja, okay. Gut, dann. Ja, Häuser upgraden wäre so eine Sache, ne? Beziehungsweise auch irgendwie. Unser Wood läuft auch gerade irgendwie über. Und wir haben hier noch was. Wir hatten hier doch beim letzten Mal so richtig stronge Sachen gefunden. Also alle klingen davon irgendwie strong, aber. Guck mal, das ist doch easy. Das geht easy. Und dann können wir doch. Warte mal. Wo haben wir denn hier. Was ist das hier? Prison. Ah, stimmt, genau. Wir mussten gerade ein Prison bauen. Dann würde ich doch mal sagen, hier holen wir noch einen raus. Und dann tun wir hier einen rein. Bam! Prison Build. Wir haben wieder Hope Rises. Okay. Und. There you go, off to Londoners. Troublemakers. Okay. Aber warum können wir das noch nicht machen? Ah, weil da gerade tatsächlich gar niemand drin ist.
in treatment, going to treatment. Mann. Okay. Das war ja letztes Mal ein ganz großes Missplay, dass wir hier ja die ganzen Häuser einfach alle ja ohne Leute hatten, also nicht ohne Leute, sondern ohne Hitze, und deswegen haben die alle nicht gearbeitet. Deswegen sind super, super, super viele krank. Deswegen werde ich 2 Tage zurückgeworfen jetzt. Das ist schon krass. Das ist schon richtig krass tatsächlich. Na gut. Müssen wir leider ja mit umgehen. Aber ich glaube, wenn die dann wieder da sind, dann ist auch, also dann läuft's auch wieder. Stimmt, wie sieht es hier aus? Der macht ja jetzt komplett hier mit, ne? Und hier muss ich sagen, hier kann ich dann auch bei kleinem weniger Leute reintun, oder? Beziehungsweise, nee, ich glaube sogar nicht, weil wir. Ja, doch, unsere. Wir gainen etwas mehr, als dass wir verbrauchen. Aber wenn ich jetzt den Level 2 anmachen würde, dann würden wir mehr verlieren. Oh, das ist krass, ne? Das ist schon echt krass. Okay, Essenrationen haben wir aber ein paar. Wie sieht es aus? Das hatten wir gerade gemacht, ne? Naja, 10 Rationen. Ich will halt absolutes Discontent absolut ins Nichts pushen einfach. Oh, Overtime Work. Das klingt nicht so gut. Okay. Steam Cores und Wood. Temporary Settlement. Memory of Injustice. Okay. The center of the settlement is marked with an upright boulder. On its roughly planned face, someone chiseled the following: May God forgive the genius who sacrificed human lives in the name of progress. For we can't exiles of Tesla City. Okay. We won't touch the monument, but we decide to dismantle the huts for wood. Okay. Ein Steam Core noch gefunden, sehr schön. Ja, dann haben die hier jetzt tatsächlich keine Leute gefunden, ne? Ja, aber hier gibt's safe Leute dann, ne? Und das sind nur 16 Stunden, dann sollen sie dahin gehen. Und er ist hier auf die Durchreise, okay. Dann können wir weitermachen. Tatsächlich ein bisschen schneller. Unser Wood ist voll. Wie baue ich das hier aus? Ich glaube so hier. Wenn dann neue Leute kommen. Und dann mache ich noch ein Heater. Das hatte ich den letzten Mal gesagt gehabt. Irgendwie, hier wäre der, glaube ich, nicht schlecht, ne? Oder hier? Ich glaube hier tatsächlich. Also, warte mal. 1, 2, 3, 4, auf der 5. 1, 2, 3, 5. Hier so. Ja, auf der anderen Seite würde ja dann auch noch alles gecovert werden. Und wir können in der Theorie sogar noch nach hinten bauen, aber naja. Ich glaube, das sieht gut aus, so. Oder? Ja, ich pack den mal. Oder will ich den hier hinpacken? Nee, ich pack den hier hin.
So, was haben wir denn noch so hier? Propaganda, Prison. Stimmt, die Guard Station müssten wir dann auch wieder upgraden. Auch nochmal höher machen. Aber dann müssten da halt auch, glaube ich, erstmal noch mehr Leute nebenwohnen. Wie das Food. Was ist mit dem Essen los? Weil das beunruhigt mich irgendwie super. Ich habe zwei von den Dingern. Und das Essen sieht trotzdem. Also ich habe andauernd da unten die Meldung, dass es ganz, ganz schlimm ist mit dem Essen. Warum? Guckt euch doch unsere Produktion an. Wir haben so extrem viel mehr Produktion. Ich weiß nicht, warum unser. Ach doch, der Raw Food Gain geht runter, weil gerade das eine nicht so viel Produktion hat, ne? Weil es nur auf 90% ist. Aber trotzdem, also das ist doch. Boah, der Graph ist halt auch krass, ne? Wie der hier ansteigt. Der steigt ja exponentiell hier schon fast an, also. Aber dafür sind halt auch. Die meisten werden auch wieder geheilt, ne? Ist ja auch gut. Okay. Okay, was gibt's hier? The London is Steel Supplies. Och nee, nicht schon wieder. Ja, komm, einfach einmal Leute hinschicken. Also wenn die immer noch denken, dass sie damit durchkommen, dann müssen wir den Action zeigen. Oh, ganz fail, schade. Ja. Kommt ja jetzt nicht so gut, wenn ich das dann jetzt sage, aber an sich müssten wir denen einfach mal zeigen, wer da Boss ist. Na gut, okay. Nochmal. Murdered on Duty. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, diese Kack-Londoners, ne? One of our guardmen was beaten to death while chasing the Londoners. We caught one of the thieves, but he's not the murderer. What should we do with him? Ja, lock him up. Weil er ist trotzdem Londoner. Ja, lock him up. Dafür haben wir auch unseren Dings, ne? They killed him just for doing his job. Oh. Wie sieht denn das dann aus jetzt hier? Ja, hier würde ich mal sagen, ne? Bam. 10 weg. Sehr cool. Haben keine Prisoner, aber zwei Leute, okay. Was gibt's hier? Poets Suicide. Oh mein Gott. Junge, ihr habt aber auch Probleme auf einmal hier. Also, das ist ja ganz interessant. Sir, one of our people has committed suicide. In his spare time, he wrote poems about loss, suffering and the death of hope. Our propaganda center waged a campaign against him to protect our people from his influence. Now, people might blame us for his suicide, unless we make it look like he drank himself to death. Discontent will rise oder hope will fall. Ah, das ist eine richtig fiese Entscheidung. Ich würde aber einfach sagen, für das Wohle der Allgemeinheit, er hat sich selbst umgebracht, weil er zu viel getrunken hat und all seine Gedichte verschwinden zufälligerweise. Okay, slightly ist es auch nur zum Glück. Okay, so, wir können nochmal eine neue Technologie angucken, aber wir haben hier 5 Stunden und da 7 Stunden. Mal gucken, wie viel sich das jetzt gleich ändern wird. Things are going well. We should thank our captain. Dankeschön, Dankeschön. So, wie sieht's aus? Ist das auch bald irgendwann mal fertig hier, oder? Ah, nee, warte, weil Workday noch gar nicht angefangen hat, ne?
So, wir sind Level 4 Stunden da oben. Sag mal, wollt ihr auch noch arbeiten? Hallo? 3 Stunden. Von 3 Stunden auf 2 Stunden, also eine Stunde schneller. Warte mal, was? Discontent ist sehr, sehr angestiegen. Prisoners running free. Gut, wir brauchen mehr Leute da. Ja, wir müssen die da reinstecken. Und irgendwie vielleicht noch. Ja, aus dem Cookhaus können wir die schlecht rausziehen. Ja, vielleicht jetzt noch einen dazu. Und dann lesen wir mal durch, was hier. Nee, wir gucken erstmal, was wir hier noch machen können. Factory wäre natürlich sehr crazy. Weil dann können wir bestimmt noch mehr von den Automatons bauen und die Amputees halt wieder zum Arbeiten kriegen. Ich glaube aber. Healthcare. Warte, Healthcare ist. Nee, Medical Post. Das ist Healthcare. Nee, das ist das Care House. Aber ist mit Healthcare nicht eigentlich alles gemeint? Medical Post Info. Ja, okay. Das wollen wir als nächstes machen. Also, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Noch ein bisschen Metall. Prisoners at large. Sir, all the prisoners have been released from one of our prisons. People are scared when they see criminals on the streets. We'd better do something to reopen that prison. Ach so. Der eine Typ, der hier noch war, der ist weggegangen. Weil er krank geworden ist oder sowas. Und dann. Okay, ja, dann müssen wir hier tatsächlich warm machen und ja. Okay. Ja, na gut, okay. Dann. Naja, sehr schade. Dann will ich da tatsächlich noch einen mehr reinhauen. Das kann ja nicht angehen, also. Going to eat, going to eat, going to rest, going home, going to work und in treatment. Okay, Naja. Okay, wartet. Na, noch ein paar Sekunden. Jetzt. So, jetzt können wir hier sagen, jupp. Macht mal alle Healthcare-Sachen wärmer. Und dann haben die auch schon mal eine gute Chance, wenn es dann am 26. wieder kälter wird, dass da trotzdem noch alles bleibt. So. Scouts have reached irgendwas. So. Survivors. Large convoy. Okay. They sought winter home. Sought? Ja, ne? The workers who were riding in the convoy told us they were heading for the city of winter home. We were supposed to follow the signals from the beacon, but we couldn't pick it up, they say. We tried to follow a search pattern to find it, but we ran out of fuel. Okay. 27 Leute und 19 Engineers, also 27 Worker. Das sind alles Leute, aber naja. Ja, einfach mit nach Hause bringen, ne? Ist das Schlauste, würde ich sagen. Okay. We are out of steel. Ja, das weiß ich. Und die haben was gefunden. Ja. Ja. Gut.
In Treatment. Ja, einer ist sick da. Ja, okay. Und da sind auch Leute sick. Ja, okay. Wie sieht denn das aus mit den Stunden, mit den Arbeitsstunden? Ihr könnt wieder normal arbeiten gehen. Ihr solltet vielleicht mal ein bisschen mehr arbeiten. Ja, ihr solltet eigentlich auch mehr arbeiten, ne? Das sind halt so Hauptstämme, die wir brauchen. Bodies Count 11. 11 Leute sind schon gestorben von uns. Beziehungsweise halt irgendwie umgebracht worden oder sonst was, ne? Naja. Okay, Explore. Nochmal Survivors, okay. Dying Exiles. Exile Con Colony. Some of Exiles are still alive, just barely. We could try to bring them to our city, although they might die on the way. Okay. One of the dying held a diary to his chest. Reread the last entry. Exiled from Tesla City with food and fuel running out. We sent the strongest among us to search for help. They're our last hope. We are afraid this refers to those to these poor Yankees we buried. Okay. Also 7 Kinder, 18 Engineers, 35 Workers. Und die wurden alle rausgeschmissen? Oh lol. Wir können die ausrauben. Okay, nee, bringt die mal mit nach Hause. We pulled the dying from the snow houses and prepared them for the journey to our city. Some of them stirred from their death-like slumber to bless their absent friends for bringing help. We couldn't tell them the truth. Not yet. Okay. Aber in 18 und in 12 Stunden kriegen wir ordentlich viel mehr Leute. Also, warte, sieht man das irgendwie noch, was sie mit haben? Ja, da. 2 Steam Cores und nochmal, warte mal, was sind das? 3, 4, ja, 5, 6, 7, 8, 9, ja, 9 oder, also 90 oder 100 neue Leute. Können wir ja schon mal Häuser bauen, ne? 90 oder 100 neue Leute, hier eins. Die sind noch beide in der Range. Ja, sehr schön. So, und dann hier und da. Und da, weil wir dann... weil wir dann hier noch so einen Watchtower hinbauen. Ja, ja, ja. So und so, ne? Ja, 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 ja. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 9, 7, 8. Ja, dann fehlen aber halt immer noch welche, ne? Okay, okay, okay. Oh. Sieht doch schon mal gut aus da oben. Ich glaube, wir brauchen mal... Wo ist denn das hier? Gathering Post... Resource Depot. Die sind das, ne? Oder wir nehmen das große. Can't be built in places of an existing resource depot. Okay, also es ist ein eigenes Gebäude. Aber um wie viel bringt das mehr? Ich weiß es nicht.
If you are crusaded, beeinflusst. Ich, ja, I don't know, wie man das ausspricht. Also beziehungsweise ich weiß, wie man es ausspricht, aber ich kann es nicht aussprechen. Pursued. Pursued, richtig? Oder? Ach, I don't know. A member of Londoners is talking to a crowd. He's trying to scare as many as possible into joining the exodus to London. But his visions of doom rising falls in the ears of people who are content with the situation in our city. 9 Londoners dazu gewinnen. Also, er gewinnt 9 Londoners dazu. 4. People may get hurt. Ja, also ich will eigentlich nicht, dass die... dass die sich wehtun. Außerdem, Discontent geht dann wieder hoch. Okay, dann nimm halt 4 mehr. Aber naja. Naja. Wie viele Tage brauchen die noch? 5 Tage noch und dann gehen die. Ah, okay, das sieht ja nicht so schlecht tatsächlich aus, ne? So, da können wir das auch gleich schon wieder machen. Und was war das hier? Hope will rise einfach nur. Ja, okay, das brauchen wir tatsächlich gar nicht gerade. Schön. Okay, noch was. Fault in the system. Prison. Sir, a man is protesting in front of the prison, screaming at the top of his lungs about the abuse of our penitentiary system. Who are they locking up? He yells at anyone who passed by, criminals or innocent people who dare to speak up. Think about it. What should we do with him? This man will go to the prison, hope will fall, oder discontent will rise. Ja, sperrt ihn weg. Ja, ja, ja. Muss. Da sind nur 7 Leute drin? Warum das? Junge, Junge, Junge. Also, es ist ganz schlimm hier. So, dann haben wir noch einen, der kann mal anfangen, hier so ein paar Sachen zu bauen. Ich glaube, wir brauchen dann gar nicht noch mehr Fighting Arenas, oder? Weil die decken ja schon ordentlich was ab, ne? Also wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn wir halt so einen Watchtower hier in die Mitte tun und die Fighting Arenas mehrfach bauen, aber naja, ne? Das ist... Naja, ne? Ja. Dann, wir sehen gleich hier schon wieder die Leute ankommen, deswegen die Häuser sollten auch bald fertig werden. Ach so, warte, nach der Arbeitszeit arbeiten alle daran. Ah, okay. Sehr interessant, wie der Schnee da gerade drauf gewachsen ist. Sehr interessant anzusehen. Apropos Schnee, wir sollten vielleicht auch noch einen Steam Hub da bauen. Hier, ne? Ja. Damit es auch nicht so kalt ist. Und wir brauchen so viel mehr Eisen. Das ist ja krass. So, ihr geht dahin. Ein Tag, 10 Stunden. Warte, was? Was stand da? Irgendwas mit Alive. Ich weiß es nicht. Irgendwas stand da mit der Live. Das beunruhigt mich. Und wir haben wieder eine Story-Geschichte hier. The Londoners steal supplies. They
They end the end of thievery. Okay, Seraph put an end to the stealing. The filthy thief is finally in prison. 53 Food Rations und 47 Holz haben wir zurückbekommen. Okay. Ja, gut, endlich mal, ne? Endlich mal. So. Dann. Füll mal da auf. Dann. Was ist hier los? Warum ist hier nicht aufgefüllt? Das verstehe ich auch schon wieder nicht. Da ist auch wieder nicht aufgefüllt. Hier ist auch nicht aufgefüllt. Wahrscheinlich wegen den Londoners, ne? Dass die halt überall hier eigentlich sind, normalerweise. So. Dann füll die beiden mal auf. Dann füll den mal auf. Füll die hier mal alle auf. Ja, so viel Kohle brauchen wir gar nicht gerade, glaube ich. Aber ja. Und dann... Achso, wir haben nur noch einen. Ja, okay. Dann macht die mal hier weg. Die da hoch. Und in den auch da hoch. Und ja, da dann noch zwei. Ja, okay. Apropos, wir brauchen dann ja auch noch hier den besseren Watchtower jeweils, ne? Warte mal. Wir machen da mal Heizung an auch. Obwohl, ist ja eigentlich egal, ne? Ja. Weil das Haus wird ja eh jetzt neu gebaut. Junge, hier ist auch richtig viel Platz jetzt dann noch, ne? Vielleicht sollte ich erstmal hier noch so weiterbauen. Mit den ganzen Häusern dann. Weil dann bräuchte ich halt echt wieder ein neues Dings noch hier, ein neues, neue Fighting Arena, oder? Ja, hier eigentlich direkt, ne? Das war ja auch vor ein paar Folgen, ne, in der zweiten Folge, glaube ich, mein Plan, hier dann noch eine hinzubauen jeweils, ne? Beziehungsweise hier wird sie auch funktionieren. Ja, einige Häuser sind dann wieder zu kalt, aber ich hoffe, das geht trotzdem so. Und unser Holz ist jetzt auch wieder sehr gesunken. Da müssten wir dann jetzt auch mal aufpassen, dass wir dann da jetzt nicht mehr so viel ausgeben. People have wanted the Londoners. Sehr cool. 11 Stück noch. Und, warte mal eben. Bam. Ein Londoner noch. Ein einzigen. Also okay, wir haben auch 22 Insassen hier. Aber, ja. Passiert, I guess. Naja. Na, ja. Gut, dann. Wir haben... Oh ja, guckt euch das an. Hier mit dem ganzen Holz, das wir dann auch actually jetzt benutzen. Also actually halt sammeln konnten. Und so. Zwei Steam Cores, auch sehr cool. Aber mir ist gerade aufgefallen, wir haben hier noch eine neue Sache, die wir machen können. Zum Beispiel, was gibt es denn hier? Pledge of Loyalty. Forceful Persuasion.
Wir müssen drei bauen, aber die steigern um die Arbeit um 20%. Wie viel kosten die? 10 Wood, 10 Stahl. Das geht tatsächlich. Foreman. Appointing responsibility foreman will make sure the people work as efficiently as possible. Okay, increase the efficiency of a workplace by 40%. Für 24 Stunden. Okay. Ich glaube, ich nehme den und danach den anderen, oder? Nee, warte, ich sollte erst den nehmen, weil der kostet nur 18 Stunden. Und es wird halt wieder bald kalt, ne? So, wir haben neue Leute. Und wir wollen die hier auch nochmal losschicken. Frozen Grove, Snow Cliff. Ein Tag, 2 Tage sogar. Ja, na gut, muss ja, ne? Hallo? Da, so. Okay. So, hier nochmal Leute rein, bitte. Danke. Und da bitte auch. Foreman, okay. Ah, es kostet auch 10 Food-Rationen. Ah, na gut. Dann würde ich doch mal sagen. Wie machen wir das hier mit dem Ding? Wir brauchen definitiv noch mehr Essenssachen hier. Gut. Ich könnte hier noch 3 hinsetzen, richtig? Nee, jetzt. Könnten wir nicht. Also dann bauen wir hier jetzt mal einen hin. Der ist dann auch nochmal ein bisschen näher. Und den letzten Steam Core nehmen wir dann für die Factory, I guess. Oder sollten wir nochmal für Kohle gucken? Dass wir den Kohle-Dings noch mitnehmen. Ich meine, da müssten wir wieder ein Dings, einen Heater hinstellen. Und dann ist halt, ja. Wie sieht das hier aus mit den 11 und 20? Okay. Na, dann passt das ja noch. Also das haut einen richtig raus, ne? Also wenn viele Leute auf einmal krank werden, ist das schon ein halbes Todesurteil tatsächlich. Da muss man richtig, richtig aufpassen. Apropos Todesurteil, wir haben noch ein bisschen Häuser hier, die wir upgraden müssen. Ja, erstmal nochmal 4. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Ich weiß nicht, was ich gerade so machen soll mit diesen 40 Leuten, die ich noch habe. Also da kommen ja gleich nochmal 10 rein. Sag mal, wie ist denn das, wie sieht denn das aus mit den Kindern tatsächlich? Ich dachte, die gehen in diesen Children Shelter rein. Children, not in Children Shelter. Ja, dann brauchen wir doch noch einen, oder nicht? Verstehe ich auch nicht ganz genau gerade. Aber na gut. Und wie sieht's aus mit Technologie? Noch eins, damit es noch schneller geht. Ich meine, die Leute, die haben wir ja, ne? Ja, die Leute haben wir noch.
Wir könnten auch noch eine Station an sich bauen. Eine. Ja, irgendwas anderes bauen. Produktion. Chaos haben wir 2. Hunters Hut. Lookhaus. Ja, Resource Depot will ich ja das bessere bauen dann. Cool Thumper. Cool Mine, Steelworks, Sommel. Ja, hm. Okay, nee, wir haben aber alles an sich eigentlich. Boah, wollen wir die noch richtig zerstören hier? Nee, für 10 Food-Rationen, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Okay, wir machen mal weiter. Wie sieht's aus mit der Kohle hier? Ja, doch. Ist halt beide Graphen konsequent gestiegen, beziehungsweise, ne? Obwohl, wenn es wärmer wird, muss ich den dann wieder in die Mitte da anhauen, ne? Kälter wird, so. Nicht wärmer. Also, wenn es wärmer werden würde, wäre es natürlich cool, aber... Ja. Oh, lol. Guckt euch... What the hell? Guckt euch das Essen hier an. Weil wir so viel Food-Rationen, also, ja, rohes Essen bekommen haben, steigt der ja richtig krass hier hoch. Okay. Ja, na gut. Na gut. 2 Gravely sick, 23 am Hungern, aber die können ja noch essen. Ja, okay. Ich würde sagen, läuft gerade. So, all healthcare facilities are now warmer. Das gucken wir direkt nach. Ja, sehr cool. Das und das. Ja, dann brauchen wir jetzt das Large Resource Depot, oder? Und dann danach tatsächlich irgendwie so. Hothouse Installations tatsächlich, damit die halt auch mehr. Damit die wärmer sind. Ja. Warte mal. Was ist hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als ob hier und hier so irgendwie mal Sachen waren. Okay. Okay, jemand hat wieder Frostbite bekommen. Wo? Wo bekommen die das? Mit dem hier hinten. Also ich meine... Gerade brauchen wir keine Leute hier, ne? Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich die irgendwann wieder anstellen muss. Das ist tatsächlich das Problem. Wir haben 239 Essen, aber auch 82 Leute, die am Hungern sind. Also irgendwas läuft hier schief. Das kann gar nicht richtig sein. Aber naja. Naja. Vor allen Dingen... Da müssen erstmal Leute rein. Und arbeiten die länger? Nein, aber die arbeiten wärmer. So. Okay, die sind schon echt kalt, ne? Und... Wir wollen nochmal... Warte mal... Ist der wärmer? Achso, hier steht kein Heater dazwischen, ne? Warte mal. Was ist, wenn wir hier noch so eine Straße bauen? So. Ich weiß auch gar nicht, wie die Leute sonst da hinkommen wollen. So. Dann geht das auch nochmal ein bisschen schneller. Hier kommen noch Leute rein. Und
Der Watchtower wird nochmal geupgradet. Ja. Oh. No more divisions. We are one society. We are together again. Nice. Die Londoners wurden, schätze ich mal, alle umgestimmt. Aber es wurde im gleichen Moment auch wieder kälter, kann das sein? The Londoners, we won't be divided. The Londoners have been brought back into the fold. Nobody wants to leave the city anymore. We've won a hand-fought victory over those who tried to tear us apart. The tragedy of Winterhome crushed our hope, fear led some people to pursue mad schemes. We couldn't let them die in the frozen wasteland. We did what we was necessary to keep all of us together. Sehr cool. Warte mal. So. Gut, together we are stronger. Nice. Okay, sehr schön. Boah. Wow. 241 Leute wohnen neben Watchtower Stations oder sowas. Guard Stations oder so. Ja, sehr cool. Haben wir auch so ein Overlay für die Dinger? Nee, ne? Ich finde es sehr interessant, dass sie halt so warm sind. Okay, die muss ich wahrscheinlich dann gleich wieder anmachen, ne? Dann dafür, dass du neu bist, hier bist, ich würde sagen direkt mal Discontent komplett. Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! 70! Minus 70! 35 Leute sind instant krank geworden. Also... Holy shit, Alter, was... was soll ich denn hier jetzt machen? Ja, also wärmer definitiv darstellen. Gathering Post Installation brauchen wir definitiv gerade ganz dringend dann. Warte, nee, was? Was war das? Nee, warte, Gathering Posts sind das gar nicht. Die sind das, die Hothouses. Was ist das denn jetzt hier? Wie kriege ich das denn jetzt einen Tag lang hin? Da einen hin.
dahin hin. Und wo ist denn unser Hothouse-Dings-Haushalt hier? Hier ist der. Ja, hier so hin. Müssen da Leute rein? Bei den Agitators? Ich don't know. Boah, wir haben nur noch 7 Stunden lang Hitze hier. Und das geht sogar runter. Ach du, warte, 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 warte. Wieso rast das so runter mit der Kälte hier? Ach du heilige Scheiße. Wie bitte was? Ah, die Steam-Hubs, die zerstören uns richtig krass. Aber, naja, was willst du da machen? Boah. Also uns wird ja hier alles wegfrieren gleich. Ich finde auch crazy. Guck mal. Die Arena steht neben so einem Heater. Der Heater ist livable. Beziehungsweise hat so ein bisschen so comfortable Dinger. Und hier friert's einfach so richtig extrem. Boah, was soll ich denn hier machen? Hope rises. Ja, es kann auch gerade gar nicht mehr steigen tatsächlich, aber danke, I guess. Ich bin am Überlegen, muss ich vielleicht. Warte, 70, zurück auf 50 und hier ist dann die ganze Zeit 60. Okay, 60 ist ja noch mehr manageable, aber. Boah, das ist richtig krank. Ich muss ja eigentlich Heater, Heat Zone, Building Insulation, Weather. Ich muss ja hier neben eigentlich noch mehr Heaters bauen, ne? Aber dann brauche ich, also wenn ich mehr Heaters baue, brauche ich halt auch mehr. Brauche ich auch mehr Sachen, ne? Brauche ich mehr Kohle. Wenn ich mehr Kohle brauche.
Aber die brauchen diese Hitze tatsächlich. Da stehen zwei Heater, ne? Und die sind trotzdem alle komplett am Abfrieren da. Ja, den kann ich dann jetzt zum Beispiel nur anmachen, alle. Ja, immer wenn Arbeitszeit ist. Okay, was haben wir hier gefunden? Steam Cores, Wood und Steel. Light to the South. Dreadnought Landing. We found a piece of a hull plate bolted to a boulder. It's engraved with the following inscription. In the year 1886, the American expedition aboard Hephaestus landed here in search of heaven from the global glacier. May God preserve the soul of our fellow countrymen who perished on the way aboard our sister's ship Prometheus. City discovered Tesla City. Das klingt aber sehr interessant hier, Tesla City. Ja, dann geht ihr mal dahin. 8 Stunden, das geht ja sogar. Oh nö, ich hoffe nicht. Oh nö, ich hoffe nicht, da kommen wieder Londoners, weil die Stadt komplett ausgestorben ist. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh na gut. Muss, was muss, ne? Ich wollte hier irgendwie vielleicht mal so. Ja, noch so ein. Okay, gerade noch relativ gleichmäßig so. Also wir brauchen tatsächlich irgendwie so. Ja. Noch mehr Kohle. Genau, das haben wir gelesen. Und jemand ist Gravely. Ja, dann. Mann, aber was könnten wir denn machen? Ich glaube, so ein besserer Kohle-Thumper, so ein Steam-Kohle-Thumper wäre noch eine gute Idee, oder? Steam-Kohle-Thumper. Dann haben wir nicht mehr den, sondern den hier. Der ist dann ja besser. Und Steam Core Thumper brauchen keine Steam Cores, was auch sehr geil ist. Und ich kann mit einem 4 Gathering Posts machen. Ja, hä? Das ist ja. Warte mal. 2 Gathering Posts. Und das sind 4. Brauchen wir dann überhaupt den besseren? Naja, wir können ja weniger Leute reinstecken, ne? I guess. Oder so ein Charcoal Kiln. Use intense heat to char up to 70 wood per standard workday, producing 210 coal. Und dann können wir die wahrscheinlich noch weiter benutzen, irgendwie, ne? Okay, was gibt's hier? Grim News. Oh no. Propaganda Center. Sir, there's been a terrible accident in one of our industrial facilities. Almost an entire team of workers has been killed. Should we cover it up? Junge, Junge, Junge. And tell the people that they went on an urgent expedition. Yes, it's better for us all. Hope will fall. Okay, Hope ist gerade sehr stark bei uns, aber ich weiß nicht, wie sehr die fallen wird. Aber was ist, wenn unser Propaganda-Center das nicht hinkriegt, das zu covern? Und vor allen Dingen, die kommen dann ja irgendwann nicht wieder einfach, ne? Okay, dann könnte man trotzdem sagen, dass die auf der Expedition gestorben sind. Aber du kannst doch nicht so eine. Also, du kannst doch nicht 300 Leuten. Also wenn so 10 von 300 Leuten auf einmal weg sind.
sind zur Arbeit gegangen und auf einmal sind 10 Leichen mehr da. So, das kannst du doch nicht, also, covern. Also, irgendwie bin ich sehr gespannt darauf, was passiert, wenn ich sage, yo, cover it up. Aber ich würde tatsächlich eher sagen, wir erzählen die Wahrheit. Siebenmal ein Adult died. Unpopular decision. Ja, aber. Also, ich kann die doch nicht komplett die ganze Zeit anlügen hier. Okay, jetzt Cold Thumper. Bam. Aus 7 Leute. Beim. Oh mein Gott, okay. Harry Walton. Virtualine. Chapman. Oder so. Ich wollte die eigentlich gar nicht vorlesen, ne? Greenway. Flower, Palut, Whiteham und Skiprith. Die 7 Arbeiter sind gestorben. Wo sind die gestorben, ist meine Frage. Hier? Nee, hier. Na gut. Kann ich auch nichts mehr dran ändern jetzt, ne? Okay, das wurde researched. Sehr schön. Puh. Aber mit dem neuen Kohle-Thumper können wir dann ja. Wie es war. Auch zu kalt. Deswegen ist Researching auch so langsam. Stimmt, ich wollte auch noch eine hinbauen, ne? Ja, muss ja. Muss ja leider. Ach du Scheiße. Warum fehlen eigentlich andauernd überall Leute? Weil die krank sind, richtig? Dann guckt euch an. Also hier ist ja actually alles beheizt, ne? Das ist so extrem kalt ist, ne? Das schon. Scouts have researched Tesla City. Okay, zeig mal. Tesla City. Thunder Unleashed. Okay. Oh, lol. Das ist ja wirklich. Oh, krass. Okay. Able minds and bodies will prevail over the cold. Reads the slogan over the entrance to the te to Tesla City. A central tall tower shines with a blue glow of electric discharges, which form a protective dome over the town. But something went wrong here. There are charged bodies lying in the streets, and the tench of burned flesh taints the air. We saw a lightning strike, streak from, strike, okay, from the tower, hitting a building and leaving a gash in its roof. Okay. Ja, was könnten wir da finden? Wenn es so eine richtig krass große City ist, könnten wir das Steam-Course und so finden, ne? Deswegen würde ich sagen, geht mal rein, oder? The Scouts will try to disable the electrical discharge. Oder nur außen. Nee, komm, geht rein. Guckt. We entered the city. We've seen a thing or two in our lives, but nothing has ever frightened us as much as this blazing lightning. Until we figure out how to switch it off, that is, now we will be able to establish an outpost here. Okay. Ste Se wa wie, wa bitte was? Ich kann hier Steam Cores rausholen. Wir brauchen Outpost-Team.
Holy shit, wir brauchen ein Outpost-Team. Aber richtig dringend. Wir brauchen richtig dringend ein Outpost-Team. Das ist das nächste, was wir machen müssen. Wir können das Steam-Kurs rausholen. Das ist krank gut. Das ist richtig krank gut. Boah, okay, das ist... Wow, das ist echt sehr, sehr, sehr lecker. Was nicht so lecker ist, ist hier diese ganzen Gebäude und alles, ne? Oh lol, guck mal. Die Gebäude sind... Die werden verbunden, wenn mehrere von den gleichen Gebäuden nebeneinander stehen. Sodass die Worker von hier so über diese Brücke da reingehen können. Hä, was für ein cooles Feature. Ach, ich sag ja, dieses Spiel ist so cool gepolished. Hier aus, da ist zu kalt. Ah ne, hier ist zu kalt, um zu arbeiten. Ja, und hier dementsprechend dann auch, ne? Ja. Ja. Paar Worker können wir hinschicken, I guess. Also, falls sie da überhaupt... Oh nee, warte mal. Die haben eine hohe Chance, Amputationen zu bekommen. Also, amputiert werden zu müssen, weil es so kalt ist. Ah, na gut, kann ich nicht ändern. I guess. Okay, was will ich in den beiden Dingern sonst hin tun, ne? Ja. Komm, dann bleiben das auch Häuser. Auch wenn die nicht mehr in der Range von den Watchtowers und so sind, dann... Also doch, der sogar schon, aber... Ja. Also wenn es jetzt nicht alle in der Range von den Watchtowers sind, ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm, tatsächlich. Oh, ja, also... hier ist kalt. Hier ist sehr kalt, aber es wird gleich auch wieder wärmer, zum Glück schon. Oh lol, guck mal. Die haben vorne hier auch so eine Uhr dran, deswegen. Die sieht vorne auch alle drei anders aus. Ist auch cool. Aber bei den Children Sheltern sehe ich das jetzt zum Beispiel nicht. Hätte man ja so machen können, hier geht's lang, hier und dann hier geht's lang. Also dass der Teil hier so noch verschoben wurde und dass man dann die Zäune verbindet oder so. Genau, den hier. So. Ja, oder? Oder ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Was machen wir denn mit dem anderen Ding jetzt hier? Der Move, wo ist den? Der hier ist auch neu. Den können wir auch so einstellen. Ja, das ist halt jetzt... Aber wie will ich den wärmer kriegen? Ja, die müssen tatsächlich dann mal hoch dann jetzt noch. Weil, also, es wird ja auch gleich zum Glück zwei Level wärmer. So. Ihr habt Holz gefunden. Buried Shame. Frozen Grove. Poking around the trees marked with crosses, we found shallow graves under each of them. The dead bodies lack most of the biggest of the bigger muscles, and some bones bear signs of a cutting tool. Ach du Scheiße. The corpses have been obviously stripped of edible parts. Now we know what kept the survivors by the freshwater spring from starving.
We will leave graves intact, but we can cut trees down. Ja, toll. Ich brauche nur gerade nicht so krass viel Holz. Also, okay, dann geht mal weiter. Hallo? Geht mal weiter. So. Wie weit das hier wohl noch weitergeht? Also hier könnte es vielleicht noch weitergehen, glaube ich. Beziehungsweise, naja, hier geht es auch noch weiter, ne? Ich glaube, das hier war jetzt das Ende. Hier gibt es dann vielleicht noch so ein, zwei Sachen. Hier geht es noch weiter und halt hier. Warte mal. Da stehen 5 Stunden. Das beunruhigt mich sehr, 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 sehr doll. Ach, du Kacke. Okay, wo bauen wir unseren Co-Thumper hin? Da, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist denn der, unser eigentlicher? Da ist der. Ja. One of our people died. Oh no, oh no. Worker. Agnes and Anesty. Oder so. Wollen wir den hier behalten? Ich bin am Überlegen, ob ich den hier mit so hinstelle. Weil dann würde es sich sehr lohnen, hier noch so ein. Noch so ein Heating-Ding hinzustellen. Dann haben wir Holz so ein bisschen sicherer. Aber im Endeffekt ist das natürlich auch trotzdem weit weg, ne? Aber gerade kann hier eh nichts gemacht werden. Ja, muss ich. Ich muss den dann da hinstellen und dann halt noch mehr Gathering Posts dahin, ne? Leider, leider. Ja, aber es wird ja jetzt auch wieder heißer. Explore Steam Course, sehr cool. No place for the weak. Fishing Village. Also, the Fishing Village used to supply Tesla City with food. Searching it, we found a letter. Mike, don't return to the city. Tesla is a madman. He casts out all the amputees, all the sick. Jerry's parents and old Beth are among them. There will be blood, that for sure, and soon. The village was left in order. We could send a team here to start fishing. Okay, für Essen. We will retrieve plenty of resources, but lose the chance to build an outpost here. Nein. Hä, was? Warum? Dann nimm doch einfach die 2 Cores mit und fertig. Und gut ist. Wie viele Cores haben die hier gerade? 3. 3 wäre schon lecker, glaube ich. Okay, aber die brauchen nur 20 Stunden, um wieder herzukommen. Research Station oder Ice Corridor? Zehn oder neun? Ja, dann geh halt zu beiden noch, oder? Also, dass du denn hier hingeht, dann da und dann wieder zurück. Dann sollte er trotzdem noch in diesen Tagen hier oben ankommen. Also wieder zurückkommen, oder? Wir haben jetzt nochmal 10 Stunden und dann braucht er einen Tag. Ja, doch, sollte er schaffen. 0%? Was ist hier los? Ah. Okay. Ja, na gut. Dann geht's ja. So, was ist hier? Unexpected guests. Captain, a group of exhausted survivors has reached our city. From their frantic explanations, we know they've come a great distance and that many of them died on the way. The phrase "doom is coming" kept being repeated, and they say many more refugees are following them. They are begging you to help them.
The group will enter a city. You will decide what to do with them. With the others later. We will send out research parties to bring them to the city. Naja, also zwei Sachen. Erstens, das könnte ja eine Falle sein, dass wir die anderen dann losschicken. Und zweitens, wieso können wir denen denn hier überhaupt vertrauen? Vor allen Dingen, wenn sie schon sagen, yo, Doom is coming und so. Boah, das ist schon... Ja, okay, we will help them einfach. So, wir haben aber ein ganz großes Problem hier. Oh Leute, wie viele Leute da sind gerade. Wir machen mal Overheat an. Jo, okay, nice. Ja, jetzt ist den auch wirklich alle warm, du. Dann, du gehst aus, du gehst aus, du gehst aus. Hallo? Du gehst aus? Die bleiben am besten an. Wieso ist da immer noch so kalt? Ach so, weil der ist ja... Ja, stimmt. Okay. Du kannst erstmal noch ausgehen. Ich glaube, eine von den Anlagen können wir auch mal zumachen. Beziehungsweise, warte mal, da ist ja immer noch warm drin, ne? Ja. Ja, und hier müssen wir halt dann auch... Ich kann ja hier schon mal irgendwie so ein Dings hinbauen, oder? Wohl, nee, ist ein bisschen schwierig, weil ich ja noch nicht weiß, wie genau ich den da hin platzieren will. Hier, wie sieht's aus mit den... warte mal. Discontent. Sorry. Das war ein bisschen zu weit raus. Wir brauchen mal hier eben... Läuft doch. Ja, jetzt, wo es wieder warm geworden ist. Da läuft es wieder besser, ja, das stimmt. So, warte mal. Ihr habt... Ne, ihr seid doch alle am Arbeiten hier. Ja, dann sollte das doch hier auch schnell fertig werden, oder? Noch jemand ist gestorben. Oh, Manu. Lack of treatment. Oh, ja, okay. Meine Expedition? Ja, okay. Gathering Post Installation. Solange ich noch Bewohner habe? Ja, okay. Solange. Ja. Aber die sterben ja hier so dauernd irgendwie so langsam weg. Das ist ja nicht so geil. Cookhouse Installation. Ja, weil die haben kein Essen mehr gemacht. Deswegen, das brauche ich so oder so. Und dann wollte ich doch nochmal gucken. Steam Co. Thumper. So. Wo ist denn hier unser. Was? Building here will destroy resource source. Was? Warte, wo wollt ihr denn, also, hä? Ach so, die Bäume werden zerstört. Ja, okay, aber... Ja, na gut, ne? Hm.
Ja, dann muss der da eingebaut werden. Und dann wird der hier mal abgebaut. Obwohl jetzt erstmal noch. Ja, erstmal ist hier einfach niemand und die Dinger werden einfach alle abgebaut. So. Und dann, ja, dann sollte es gehen. So, und dann haben wir hier gleich vier. Ah, warte mal, wir wollten. Wir wollten Outpost-Depot machen. Für Steam Cores. Weil wir haben ja tatsächlich die Leute, dass das so leuchtet, weil das Eis sein soll und das Licht von dem Eis reflektiert wird. Interesting. Okay, das wird auch weggebaut. Sehr schön. Das braucht auch noch ein paar Stunden, bis das komplett leer ist. Junge, guck dir den Typen an da. Digga, er ist einfach eine Wand. Levi Schnelling. Frostbite viele. Ja, okay. Aber weil es halt auch gerade super kalt war, ne? Da ist das dann natürlich verständlich. So, dann zeig mal hier, Kohlethumper. By the way, hier müssen mal wieder Leute rein. So. Okay. So. Und jetzt kommen da Gathering Posts hin. Ich würde sagen, ab wann wird es? Warte mal, was? Oh, den habe ich falsch gebaut, vor allen Dingen. Der muss noch einen rüber. Gathering Post, da, so. Okay, hier nicht mehr, ab hier geht. Ja, dann können wir ja zwei hier hinbauen. So und so. So, und? Jetzt haben wir keine Ressourcen mehr. Okay, sehr schade. Dann baue ich hier nochmal schon mal direkt einen Steam Hub hin. Wir brauchen ja hier irgendwie zwei Steam Hubs leider, ne? Dum, 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 dum. Hier so? Sollte eigentlich dann alles hidden. Und dann halt hier noch ein. So, was erforschen wir? Factory haben wir auch immer noch, ne? Dim, 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 dim. Wo war denn jetzt hier Cooking House Installation? Ja. Okay. Wir brauchen zwei Kohle, aber dafür brauchen wir auch nicht zwei Heaters. Den brauchen wir auch definitiv noch, wenn wir dann, wenn dann wieder kälter wird. Und by the way, die sind beide am Warten. Die muss ich auch nochmal durchlesen. The Refugee from Winter Home. The man we've seen from far was nowhere to be found. Okay. Searching his burrow, we found a diary of scientists who fled Winterhome after the starving city fell into chaos. Its leader, an army captain, appointed himself an absolute ruler. He tried to impose order using force. Plenty of people disgruntled deserted the city and most of the other rebelled against him. Okay. Okay, da kommen die Refugees. Die kommen von hier.
hier, okay. Und nein, 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 nein. So. Achso, da. Explore. The Last Discovery. Inside the ransacked station we found Teslas audio diary. A voice speaks. All the observed changes like suns dimming, volcanic ash could not have caused such cooling. But what if the huge quake of 8087 is Patagonia was an asteroid strike? There's shouting, crashes, and then silence. Numerous tracks lead from the door towards the mountains. Cave hideout. Ein Tag. Ja, die müssen zurück, leider. Weil ein Tag, wenn wir jetzt einen Tag und irgendwie x Stunden. Also, die hätten es vielleicht noch geschafft, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass sie es noch geschafft hätten. So. Overdrive machen wir hier mal wieder aus. So, und dann gucken wir uns unsere Baustelle hier an. Oh, lol. Wir haben da ja sogar wirklich eine Tür. Ist ja crazy. Research. Uiuiui, hier geht's aber jetzt schnell mit den Researches los, ne? Improved Heaters. Factory. Auch Wood. Auch Wood. Wir brauchen Wood, 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 Wood. Ja, auf einmal brauchen wir wieder Wood, ne? Das ist ja ganz, ganz schlimm. Ja, dann bauen wir den bitte hier eben ganz schnell auf. Beziehungsweise baut den einfach nicht auf. Uiuiui, die haben ja auch schon wieder was gefunden. Survivors aber. Oh, okay. Children's Hideout. Little Survivors. We talked to the children in the hideout. They said that one night their teacher and some hunters took them out from Winterhome on a secret adventure. Teachers told them they were going to stay here for a while. When the food ran low, the guardian went back to get more and didn't return. Oh my God, wie asozial. Junge, Junge, Junge. It seems these kids were evacuated in time before things in the city got really ugly. Ach so, warte. Die haben die nicht rausgeworfen, sondern nur evakuiert. Ja, okay. 35 Kinder zurück zu unserem Hideout. Jupp. Aber die sterben ja auch einfach, wenn die da alleine sind. So. Und dann den hier wegmachen. Und der Automaton kann dahin. So. Leute, wir brauchen eigentlich Holz. Emergency Shift. Ja, ist ja auch gleich schon, ne? Wir können längere Hours machen. Ach du Scheiße.
Ich weiß, Discontent steigt gerade ins Unermessliche, aber 10 Foodrationen, ja. Aber holy shit, Alter. Das war ja richtig knapp, was da gerade passiert ist. Ja, wir brauchen halt die Kohle von hier, definitiv, ne? Äh, 33 Holz, wir können wieder was erforschen, sehr gut. Wie viel kostet denn hier so ein... wo ist denn das? Food? Large Resource Depot, Gathering Post, Home, ne? Einer ist schon wieder gestorben. Hä? Warte mal. Output Depot. 45 Stahl. Und 25 Wood. Ja, Wood ist eher das Problem gerade. Okay. Warum ist da niemand drin, ne? Achso, doch, die gehen alle zur Arbeit. Ja, okay. Oh, lol. Oh, warte mal. Hehe. Das ist das Ding, was ich gesehen hatte. Braucht das Hitze? Oh, Mann, ey. Warte mal. So. 10 Wood schon wieder weg. Aber naja. Was willst du tun, ne? Und dann würde ich noch sagen, da noch 2 von gleich. Muss ja leider, ne? Oh, running from the storm. Refugees from Frostland. Okay, schon wieder eine neue Fraktion. A huge crowd of people has reached our city. Many of them are sick. They say that some kind of enormous weather anomaly is coming. Oh nein, bitte nicht. It's coming our way. And that they will die without our help. We'd never have survived it. So, thanks our lucky stars that the polar explorer Nansen warned us about the disaster and told us to evacuate. Please let us in. Um, 70 Leute, 30 davon sind krank. Okay. 40. Also alle die nicht krank sind, dürfen rein. Oder wir schicken die wieder weg. Nee, ja, dann kommt rein. Ich müsste aber dann mal gucken. Wir brauchen dann mal ein paar mehr Zelte, ne? Nee. Warte mal. So, Medical Post. Eins können wir dann nämlich noch hinbauen. Und wir müssen dann gleich mal gucken, wie das aussieht mit den Frostbite. Coldplay depleted? Warum?
Warte mal, was? Ach so, ja, okay, aber das ist ja ein guter. Ja, das ist ja gut. Okay, das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist gut. So, und dann gucken wir mal hier. So, also. 10 Leute da rein. So, und dann können wir ja noch 2 bauen. Gathering Post. Ja, genau. Wollen wir es hier hinbauen? Eigentlich Jacke wie Hose, ne? Ich weiß nicht, ob der hier den noch mitnimmt, aber ich hoffe es mal. Und dann können wir einen zweiten Holzdings da auch noch hinbauen. Falls wir den dann brauchen. So, dann. Safely and reliably treat ill. Also gravely ill. Steam Steelworks. Extract iron ore from deep deposits and process it quicker. The was delivering up to 70 steel per standard workday. Und das sind 40. Sind das einfach Upgrades für die? Warte mal, nein, mal noch. Ah, nee, da, warte, das ist unsere Kohle da, die gerade reinhaut. Steelworks. Ah. Okay. Müssen wir mal hier gucken. Nee, die haben nur Wood. Die haben nicht mal das Zeug? Ach, das ist Holz. Ja, nee, dann müsste ich da aber wieder weg. Das bringt uns nichts. So 15 pro Stunde. N2 ist zurück. Gut, sehr schön. Dann können wir die auch direkt wieder losschicken. Oh. Wir können die zu denen schicken. Steht hier unten. Und dann können die kommen die definitiv hierher. Ja, dann machen wir das mal. Aber wie ist denn das mit den Leuten? Also. Haben wir genug Leute? Weil das werden ja immer mehr und mehr und mehr. Ich weiß nicht, ob wir wirklich genug Leute hier haben. Also, na, Leute schon, ne? Aber also Ben. Warte mal. Okay.
Okay, aber wir können auch echt noch sehr viele unterbringen, ne? Weil wir können ja hier nochmal alles ausbauen. Und hier ja auch nochmal alles ausbauen. Und den haben wir auch noch nicht fertig gebaut. Warte. So. Okay, da würde noch ein Haus fehlen und dann würde es, glaube ich, auch gehen. Gut, Holz haben wir auch wieder zum Glück. Ist ja auch schon mal was. Die werden gebaut. Okay, 10 Worker. Und dann können wir die können wir jetzt sagen, jo, ey, ihr sollt da hingehen. Und dann holen die jetzt einfach Steam Cores, oder wie? Das ist ja geil. Okay. Wieso ist da hier schon wieder ein Kreuz drüber? Das verstehe ich auch schon wieder nicht. Hope brauchen wir gar nicht. Einer ist ein Treatment und deswegen ist das Symbol da, glaube ich. Hier können Leute rein, damit mehr noch getreated werden können. Ja, und die sind natürlich beide voll, ne? Boah, okay, es ist schon echt sehr, sehr viel los hier, ne? So, wie sieht das denn hier aus? Okay, das ist gleich fertig, das Gebäude. Können wir da auch ordentlich Leute reinstecken? Und wir haben immer noch richtig viele, ne? 10, 10, 10 und das Automaton. Okay, und da muss ja auch nicht. Nee, da muss nicht warm sein. Was ist, wenn wir hier noch so ein Ding hinhauen würden? Weil wir haben die Leute ja. Wir haben die Leute. Also wir hätten sie zumindest. Wenn wir hier so, warte mal, wo ist denn das? Gathering Posts hinbauen, 2 Stück. Okay, das sieht jetzt sehr scheiße aus, einfach, aber der ist da noch drinne. Und dann bauen wir halt hier noch so eine Straße hin, irgendwie. Zum Beispiel so.
Und dann noch. Beziehungsweise der ist ja. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, wie weit der reicht, ne? Das ist das Problem. Aber definitiv kannst du ja. Sorry. Kannst ja definitiv hier noch so Gathering Posts hin tun dann. Und der profitiert sogar noch davon. Der hier. Die brauchst du ja nicht komplett überladen, ne? Und Kohle ist schon echt wichtig. Was ist da für ein... This facility has been closed? Wie, komplett? Ja, ist richtig. Das ist richtig so, das ist richtig so. Okay, wir haben wieder eine Adaptation. Das haben wir noch gar nicht? Ich dachte, das haben wir. Prosthetics haben wir noch nicht, das weiß ich. Ja, aber also, das klingt ja nicht schlecht, ne? Ja, hä? Würde ich mal unterschreiben. Ja, dass Discontent hochgeht, ist ja eh... Ah, Bodies! Das ist jetzt eine Ressource von uns? Das ist ja lustig. Okay. Oh, was ist jetzt? Counting the Bodies. It seemed unthinkable in the past, but this is a new world and we have to adapt. The bodies of our dead can now be utilized to help us survive, so we have started keeping a tally of how many we have. Okay. Yeah, save mal. Was sind wir denn? Fünf oder so? Fünf, sechs? Fünf, richtig? Ich glaube. Ja. Also wir können hier mal sagen, mach den mal fertig, den Weg. Und wir können mal sagen, dass wir den weg haben wollen, den Weg. Wir könnten hier halt noch, falls wir noch mehr Holz wollen, könnten wir das da noch hinpacken. Und ansonsten... Oh, was ist hier los? Sabotage! Och du Scheiße. Sir, an agitator has been vandalized. Someone removed a part from it and wrote stop squeaking all day on its base. It seems that not all of our people want to work more efficiently. People may get hurt, or the agitator will be out of order for the next 8 hours. Wo ist denn das hier? Was ist denn das? Ja, Stahl. Okay, Stahl wäre nicht, also ist nicht so wichtig, aber... Ja. Discontent. Ach nee. Steigt schon wieder immer weiter hoch und hoch. Dann würde ich tatsächlich sagen, dann... Lol. Dann nehmen wir mal... Die hier eben. Und sagen... Fertilizer und Fertilizer. Ach, wir kriegen Instant... Was? Okay.
Okay, ihr geht da mal hin, dann? Ja, dann holt ihr einfach immer die Leute ab. Ja. Und wir brauchen tatsächlich dann mehr Häuser wieder, oder? Oder nicht? Hä? Also check ich selbst gar nicht mehr. Wie sieht denn das aus mit dem, was wir hier bauen? So. Es kostet 50, aber wir kriegen auch ordentlich Kohle dadurch dann immer. Ja, mit der Kohlemine und die. Also hier ist richtig viel Kohle unterwegs. Okay, the second wave. Another huge group of refugees has arrived. They're in even worse condition than the previous ones. Many of them victims of frostbite. They all talk about huge storm coming from the south. Nansen led us north because this year exploring the Arctic taught him to survive here using natural resources. Nobody could have guessed what was coming, though. Should we let them in? Fünfundzwanzig sind krank, 25 sogar stark krank. Oh. Aber nochmal 70 neue Leute. Boah, das sind so viele Betten, ne? Das sind so krass viele Betten. Aber wir haben ja auch gerade Holz bekommen, ne? Okay, warte mal. Ja, da unten steht's jetzt. Junge, 82 Sick. Das ist krank. Das ist richtig krank. So, dum dum. Also, wir brauchen 26 Häuser noch. Also 26 Wohnungsgebiet-Dinger, ne? Deswegen. Können wir so machen. Da auch noch eins hin. Und dann können wir noch sagen. So. Und achso, ja, dann haben wir die ja da so und dann können wir ja mal gucken, wie wir das hier machen wollen. Wieso geht das nicht? Ach doch, das wird schon gebaut, okay. Ich glaube, wir machen so. Und dann. So. Und so und dann, den auch weg, weil der würde einen weiter nach hier kommen und dann rum, ja. Dann verschenken wir hier ein bisschen Platz, aber ja, ich glaube, das ist trotzdem nicht schlecht. Ja, gut, Essen. Wir brauchen viel mehr Hothouses dann. Weil ansonsten, das überlebt ja kein Schwein.
drei Hot Horses. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube echt nicht. Weil Essen super, super wichtig ist. Ja. Na, okay. Boah, guckt euch das hier schon an, ne? Was wir hier aufgebaut haben. Das ist actually crazy. So. Oh, und die warten. Build an Outpost. So. Und die jetzt. Warte mal. Jeden Tag kriegen wir einen Steam Core. Junge, dann können wir uns ja damit zuscheißen mittlerweile. Okay, dann brauchen wir jetzt gleich die Factory als nächstes, glaube ich. Hier war echt wenig, ne? Null Produktivität. Auch null Produktivität, was? Jetzt geht's aber los hier. Ah, wir brauchen aber auch eigentlich, wir brauchen, wo ist denn das? Also wir brauchen die Factory, die würde 9 Stunden in Anspruch nehmen. Aber wir brauchen auch die Infirmary, meine Güte. Nur wo wollen wir die hinklatschen? Die müssen wir dann ja hier noch hinklatschen mit, ne? Lol. Ach, okay, cool. Wenn es zu kalt ist, gibt es auch kein Bild. So. Warte, da sind 10 Betten drinnen, ne? Boah, wir brauchen auch viele davon dann, ne? Aber es wäre halt auch gut, wenn wir die jetzt dann schon haben. Ich glaube, die Factory ist nicht so wichtig wie die Infirmary. Meine Güte, dann kann ich das nicht aussprechen. Weil wir haben super viele kranke Leute noch. Okay, wir brauchen auch. Wo ist das denn? Ressourcen. Large Resource Depot. Boah, das ist wirklich large. Holy shit. Arbeiten da Leute drinnen? Ich weiß, klingt jetzt sehr dumm, die Frage, aber. Also. Aber ist doch berechtigt, oder? Oder warte, müssen die die dahin bringen? Müssen die Sachen da wirklich hinbringen ins Re Nein, die bringen das ja auch nicht in das andere Resource Depot. Also können wir die doch eigentlich am Arsch der Welt platzieren, oder nicht? AK hier. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich baue mal einfach eins dahin und dann gucke ich mal. Ja, ich guck dann, wie es aussieht. So. Okay, wurde repariert. Exemplary Behavior. Sir, a group of people found inspiration in their work under the guidance of a foreman and have decided to try organizing their workplaces on their own.
The spirit and motivation are exemplary today. Keep it up. Keep up the good work, so. Ja, die können aber jetzt gerade nicht arbeiten, weil die keinen Platz haben. Ja, okay, das ist doof, aber das ist nun mal so. Dafür bauen wir ja den. Nee, warte. Das ist auch sehr schön, dass wir den haben, aber wir bauen ja den gerade, genau. Und dann sieht's mit Kohle... Kohle haben wir mehr oder weniger ein bisschen jetzt gefixt dann dadurch. Also da kommt ja richtig viel jetzt rein. Also, warte, ich kann euch mal den Graphen zeigen. Ach so, ja, weil alles Kohle voll ist, geht es natürlich nach unten. Ja, aber ansonsten, ihr seht, wie steil das nach oben geht. Also, ihr könnt den Graphen eigentlich umdrehen. Also, da sieht es echt gut aus gerade. Und Essen natürlich, guckt euch das an, das geht halt auch jetzt hoch. Also da brauchen wir vielleicht nicht mal mehr Suppen dann machen. Was war hier für ein Spike nach unten? Also selbst die Usage war ja unten. Verstehe ich nicht. Okay. Ein Level, ne? Ja, ein Level aber für immer halt. Okay. Irgendwie können nur 11 Stunden damit überleben, ne? Das ist so absurd eigentlich irgendwie. Oh, warte mal, was? Warte mal, was? Da stand doch gerade was. Ah, cool. Da steht sogar die Prozent mit dazu. Sehr cool. Mann, arbeitet mal schneller hier mit dem Ding. So. Bam. 5400 Kohle können wir damit speichern. Holy shit! Aber wir brauchen wirklich keine Leute da, ne? Nee, doch. Hä? Ist ja nur ein Storage. Also eigentlich? I don't know. Discontent geht nochmal runter und wir bauen nochmal Beam Steelworks. Genau, wir können die upgraden. Und wir können auch noch sagen, People, da. So. Wir brauchen noch mehr Häuser, fällt mir gerade auf. Ja, dann wird hier jetzt das Häuserspektakel noch eröffnet, ne? Also, wir machen nochmal... was ist denn das? Hier. Und wir machen nochmal... People... Ah, der wäre schlauer, oder? Ja, muss ja auch nicht alles genau hier gespiegelt werden können und so. Es ist nur so ein kleines Ding von mir, dass ich immer alles hier perfekt haben will, im Sinne von Perfektionismus. So. Boah, das wird mich so zerstören, wenn es richtig kalt wird gleich. Hupala. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Puh, okay. Stimmt, wir können uns jetzt den Graph mal angucken. Ja, guckt euch das an, Kohle. Kohle steigt einfach richtig geil. Okay.
Was sind das für Graphen? Guckt euch das bitte an. Hä? Also, was? Oh Mann. Ja, weil es halt Usage ist, ne? Usage-based. Deswegen gehen die halt immer auf Null, weil die halt auf Null starten, so gesehen. Oh, das ist sehr doof. Death Yesterday. Zwei Stück. Oh. Okay. Ja, wir müssen halt warten, dass die da noch hochgeht, ne? Dass wir die neue Technology bekommen. Aber ich würde sagen, mit unserem halbwegs funktionstüchtigen Konstrukt hier, was wir haben, haben wir noch eine Story Mission. Refugees from Frostland, the third wave. The third group of refugees is here. They're on the verge of collapsing. Ach du Scheiße. Exhausted by their journey and by tending to the gravely ill and injured with them. Their leader, Nansen, isn't among them. Okay, we're evacuating everyone we can, but many stayed behind with those who were too ill to travel. Nansen amongst them. God have mercy us all. The great frost is coming. Shall we let them in? 50 gravely ill. Ich kann die doch nicht ablehnen. Ich kann doch nicht einfach sagen. Also, da sind schwer kranke Leute. 50 schwer kranke Leute kommen an. Ich kann doch nicht einfach sagen, yo, die 10, die gesund sind, ihr dürft rein und der Rest nicht. Das kann gar. Das kann ich nicht tun. Wenn, dann sterben die bei mir, aber ich kann die doch nicht einmal wegschicken. Ach du Scheiße, ein Schneesturm. Oh nein. What looms ahead? Sir, now we can clearly see what the refugees were running from. The great frost is coming. We have to prepare, our scientists say they can calculate the severity of the storm from observations. They just need a day or two to prepare their instruments and install them in the beacon. Oh mein Gott. Okay, also die Karte wurde hier mal gedreht. Und von der Seite kommt ein absolut kranker Sturm an. Warte, wie war die denn vorher? So circa, ne? Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Ja, also viel Spaß an die Leute hier, die gerade rausrennen. Ihr seid ja mal sowas von verloren. Oh, Deep Hollow? Maybe interesting. Okay, wartet noch mal eben. Dem Haus müssen Leute rein und wir wollen das upgraden. Ihr habt noch ein paar Sekunden bekommen. So. Und dann müssen Leute rein. So, dann. Upgraden. Kein Holz mehr. Kacke. Na gut. Müssen wir mit leben. Und es wurde, by the way, es wird jetzt gerade kälter. Kann das sein? Wenn ich jetzt losmache? Nee, doch? Nein. Hä? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da wird es jetzt zwei Level kälter und da wird es nur ein wärmer geben. Was war mit dem Beacon? Okay, Streets. Es ist aber jetzt nicht das, was ich wollte hier. Da. The storm and city readiness. Ich glaube, das lesen wir beim nächsten Mal. Direkt einfach am Anfang. Und beim nächsten Mal müssen wir auch hier die Infirmary irgendwie 20 Infirmaries hier aufbauen.
damit die 110 kranken Leute und 73 davon sind sogar super krank, damit wir die irgendwie hinkriegen. Aber wir haben so ein bisschen mehr unsere Kohle gerettet und so ein bisschen mehr unser Essen, glaube ich, gerettet. Müssen wir auch mal gucken, wie das aussieht. Vor allen Dingen, wenn es jetzt kälter wird. Ne? Und ja, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Nächstes Mal wird, glaube ich, wieder richtig, richtig stressig. Vor allen Dingen mit dem krassen Sturm, der danach kommt. Holy shit, das wird spannend auf jeden Fall. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.